Danke, Judith Rakers. Der Film kommt nach uns. Wir informieren Sie jetzt in 15 Minuten über die aktuellen Geschehnisse und Folgen des Terroranschlags in Afghanistan. Was bleibt von einem Einsatz, der mit großen Zielen begann, den der damalige Verteidigungsminister Struck 2002 so begründete: Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Vor wenigen Minuten kehren die letzten Maschinen der Bundeswehr an ihren Standort im niedersächsischen Wunsdorf zurück. Raus aus Kabul, weil es zu gefährlich wurde, praktisch zeitgleich mit dem Selbstmordanschlag. Zurück in Afghanistan bleiben rund 300 Deutsche und 10.000 Afghanen, die eine Aufnahmegarantie von Deutschland haben, schätzt das Auswärtige Amt. Keine Rettung in Sicht, keine Hoffnung. Ist das die bittere Bilanz am Ende der deutschen Afghanistan-Mission? Was denken an diesem Tag die, die Leib und Leben riskiert haben? In Bonn begrüße ich jetzt Andreas Eggert. Er engagiert sich im Bund Deutscher Einsatzveteranen. Zu ihm wollen wir gleich einmal schalten. Herr Eggert, Sie waren selbst 7-mal in Afghanistan im Einsatz, haben einmal sogar Joe Biden getroffen. Sie haben lange an den Sinn des Einsatzes geglaubt. Jetzt sind gerade die letzten deutschen Soldaten zurückgekehrt aus einem nie erklärten Krieg. Viele Ortskräfte haben es aber nicht mehr geschafft. Was sind Ihre Gedanken an einem solchen Tag? Guten Abend. Also ich finde die Bilder, die ich jetzt die vergangene Woche gesehen habe, absolut schrecklich und kaum aushaltbar. Das ist auch das, was mir die Kameraden zurückmelden, die ich betreue selber, die wir im Bund Deutscher Einsatzveteranen betreuen und begleiten, dass diese Bilder eben auch für sie kaum aushaltbar sind. Das hat einfach damit zu tun, dass das Moral, also dass wir uns wirklich fragen, wofür war dieser Einsatz gut, dass unser moralisches Selbstverständnis jetzt nochmal auf die Probe gestellt wird, wo wir diese Bilder sehen müssen. Und natürlich ist es auf der einen Seite gut, dass wir so viele Menschen noch retten konnten. Aber auch meiner Meinung nach hätten wir viel mehr Menschen retten können, hätte man früher begonnen. Tja, das klingt ein bisschen nach, war doch umsonst. 59 deutsche Soldaten sind in Afghanistan gefallen. Viele wurden verletzt oder traumatisiert. Sie selbst kämpfen auch noch mit den psychischen Folgen. Wie geht's Ihnen? Was hören Sie von Ihren ehemaligen Kameraden? Also von meinen ehemaligen Kameraden höre ich, dass sie eben seit der letzten Woche, seitdem die Evakuierungsmission begonnen hat, schlecht schlafen. Mein Tipp war es, die Nachrichten zu vermeiden, weitestgehend. Ich selber komme da aber auch nicht raus. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ja, wie geht es mir damit? Mein Therapeut würde mich fragen, auf einer Skala 1 bis 10, 1 besonders gut, 10 besonders schlecht, wie geht es Ihnen? Im Moment würde ich ihm, glaube ich, antworten mit einer 12. Also mir geht es tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ich habe sehr wenig geschlafen die letzten Tage gerade und habe die Bilder eben auch verfolgt. Wir haben es auch geschafft, mit einem Reporter zusammen eine Ortskraft mit seiner Familie rauszuholen. Aber wie gesagt, da geht es um eine Ortskraft mit seiner Familie und es warten noch viele Tausende auf Rettung. Andreas Eggert für den Veteranenverband. Vielen Dank für das Gespräch und für das, was Sie an diesem Tag bewegt. Selten hat die US-Armee so viele Soldaten an einem Tag verloren. 13 Tote, weitere schwer verletzt. In den USA herrschen Trauer, aber auch Wut. US-Präsident Bidens Ansehen sank auf einen Tiefstand. John Cook aus Tennessee war 3-mal in Afghanistan. Insgesamt 10 Jahre hat er dort gedient. Eigentlich macht er gerade Urlaub in Washington, Sightseeing mit seiner Partnerin. Doch die Ereignisse in Kabul gehen ihm nahe. Wir haben Verantwortung übernommen für die Menschen, als wir vor 20 Jahren dort einmarschiert sind. Und jetzt dieser fluchtartige Abzug, der zu einem Debakel wurde. Ich könnte kotzen. All das Blut, der Schweiß, die Tränen, die wir gegeben haben, die Billionen Dollar, die unzähligen Leben. Von Präsident Biden ist John enttäuscht. Die New Yorker Börse beginnt ihren Handelstag mit einer Schweigeminute. Gedenken an die Opfer eines Einsatzes, der eng verbunden ist mit dieser Stadt. Die Anschläge des 11. September, fast 20 Jahre vergangen. Und jetzt hat der Afghanistan-Einsatz, der in dessen Folge beschlossen wurde, erneut viele Tote gefordert. Das ist schrecklich. Ich hoffe, wir bekommen die Menschen raus und in Sicherheit.
Es ist irre, dass solche Dinge noch immer passieren. Hoffentlich lassen wir uns da jetzt nicht wieder in etwas verwickeln und zeigen trotzdem eine klare Kante. Denn das ist abscheulich. Die große Frage: Wie reagieren die USA? Was unternimmt Joe Biden? Ändert er seinen Kurs? Verschiebt den Abzug? Die Antwort: ein klares Nein. Doch die Hintermänner der Tat werde man zur Rechenschaft ziehen. We will not forgive. Wir werden nicht vergeben. We will not forget. Wir werden nicht vergessen. Wir werden euch jagen und ihr werdet bezahlen. Wir werden mit Kraft und Präzision reagieren, wann und wo wir es für richtig halten. Das Ausfliegen von US-Bürgern und afghanischen Helfern geht unterdessen wieder weiter. Auch am Washingtoner Flughafen kommen Menschen an. Yama Dakik wartete tagelang auf seine Frau, die vier Kinder. Meine Familie war seit dem 17. August immer wieder am Flughafen in Kabul. Bestimmt 6-7 Mal, bis sie es irgendwann schafften. Ich bin überglücklich, meine Familie wiederzusehen. Doch wie vielen Menschen wird solch ein glücklicher Moment noch vergönnt sein? Präsident Biden versprach, die USA würden auch nach dem Abzug weiter Bürger und Verbündete herausholen. Aber ob das gelingt, ist offen. Claudia Buchenmayr in Washington, ist Bidens Präsidentschaft jetzt gefährdet? Naja, seine Umfragewerte jedenfalls fallen ziemlich rapide. Und das hat in den letzten Tagen natürlich vor allem mit dem Debakel beim Afghanistan-Einsatz zu tun. Aber ob das auf lange Sicht so bleiben wird, kann man im Moment noch nicht beurteilen. Es ist ja nach wie vor so, dass wirklich eine große Mehrheit der US-Bevölkerung dafür ist, diesen Afghanistan-Einsatz zu beenden, der ja seit 20 Jahren andauert und so lange und blutig war. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass in der Regel US-Wahlen mit innenpolitischen Themen gewonnen oder eben auch verloren werden. Der Präsident sprach von Vergeltung. Was genau haben die USA vor? Dazu äußert sich natürlich im Detail hier niemand, aber US-Präsident Biden ging gestern so weit, dass er sagte, man sei sich sehr sicher, wo diejenigen, die hinter dem Anschlag stecken, sein würden. Man brauche dafür aber keine große Truppenpräsenz am Boden. Das alles deutet eigentlich eher auf einen Einsatz von Spezialkräften hin, wenn man tatsächlich zum Gegenschlag ausholen will. Und es ist so, die Generäle haben versichert, sie würden wirklich jetzt rund um die Uhr nach den Schuldigen suchen. Aber mehr Details gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht, auch aus sicherheitspolitischen Erwägungen natürlich. Danke, Claudia Buchenmayr. In Kabul in Afghanistan hat sich die Zahl der Opfer heute weiter erhöht. Chaos und Verzweiflung beherrschen die Stadt. Ein Ende mit Schrecken nach einem 20 Jahre langen Militäreinsatz. Der Terror ist noch zu sehen, doch nur ahnen lässt sich das Leid. Es gibt keinen Frieden in Afghanistan. Nach 20 Jahren verlässt die NATO das Land überstürzt und mit ihr fliehen die Menschen in Panik. Der Einsatz ist verloren, der Westen gescheitert. Nun diktieren die Taliban die Bedingungen. 2001 kommen auch die Deutschen als Befreier. Afghanistan erwacht aus einem Albtraum nach dem Horror, den die Taliban über das Land brachten. Endlich Leben, Freiheit. Eine Zeit voller Hoffnung auf Frieden. Doch dem Westen fehlt die Strategie. Warum sind wir in Afghanistan? Die sorglosen Zeiten sind schnell vorbei und die Soldaten immer schwerer bewaffnet. Die Taliban kehren langsam zurück und die Gewalt steigt. Dabei gibt es Erfolge und wachsende Träume. Mädchen gehen zur Schule. Das Leben erwacht, eine junge Generation wächst heran. Und ein bisschen Frieden. Es sind zerbrechliche Erfolge und oft nur kleine Inseln geschützt hinter Mauern und Stacheldraht. Afghanistan soll eine Demokratie werden. Die Menschen warten Stunden, um wählen zu gehen, riskieren dabei ihr Leben, doch am Ende wird massiv betrogen. Keine Werbung für die Demokratie. Das Land ist fragil, alle Erfolge müssen geschützt werden durch Soldaten. Doch der Westen will raus seit vielen Jahren. Die Afghanen sollen es selbst richten. Die NATO bezahlt dem Land eine gut ausgestattete Armee, schwer bewaffnet gegen die Taliban.
Doch Waffen allein reichen nicht, die neue Technik verrottet. Planlos ziehen sie in Schlachten und am Ende kapituliert die Armee fast kampflos. Krieg und Terror waren nie weg. In wenigen Wochen bricht das zusammen, was in 20 Jahren aufgebaut wurde. Hoffnung, dass sich was ändert, gibt es nicht. Wer kann, der flieht zurück, bleibt ein Land am Abgrund. Wird es wieder Rückzugsort für Terroristen aus aller Welt? Das fragen sich viele. Bei mir im Studio ist ARD-Terrorismusexperte Georg Maskelo. Georg, die Amerikaner rechnen mit weiteren Anschlägen. Was heißt das für einen Einsatz, wenn man am Ende nicht mal mehr einen Flughafen sichern kann? Dieser schmale Streifen, dieser Flughafen, ist ja der letzte Ort westlicher Militärpräsenz in Afghanistan. Und ich glaube, dass er für Terroristen aller Couleur jetzt ein überaus attraktives Ziel darbietet. Warum ist das so? Terrorismus sucht immer die größte Bühne und die Augen der Welt sind auf die Tore dieses Flughafens gerichtet. Das heißt, wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass solange westliche Präsenz, westliche Soldaten auf diesem Flughafen sind, Terroristen es auch wiederum versuchen werden. Sie beobachten den Afghanistan-Krieg von Anfang an seit 20 Jahren. Wie lautet Ihre Bilanz? Tja, ich würde keine Bilanz ziehen, solange das Desaster im Grunde erst anfängt, sich vor uns auszubreiten und wir uns mit der Frage der Konsequenzen beschäftigen müssen. Aber ich glaube, eine Bilanz können wir an diesem Tag ziehen. Das ist eine beeindruckende militärische und humanitäre Aktion gewesen, nicht nur der Bundeswehr, sondern auch vieler anderer Menschen aus diesem Land zu holen. Und trotzdem wissen wir schon heute, dass die Zahl derjenigen, die zurückbleiben, ungeheuer groß ist. Die schnelle Aktion der letzten Tage hat nicht das retten können, was über Monate versäumt worden ist. Viel zu lange haben die westlichen Staaten sich mit der Frage beschäftigt, wie man Material nach Hause holt und die Menschen vergessen. Das finde ich zur Stunde den erdrückendsten Befund dieses Einsatzes. Was bedeutet das denn für die Menschen? Sie haben ja mit vielen auch gesprochen in den letzten Tagen, die jetzt zurückbleiben. Welche Not erleiden die? Oh ja, wir kriegen ja viele Schilderungen. Manche kommen raus, manche versuchen es jetzt noch, nähern sich den Gates des Flughafens. Die Bundesregierung hat den Amerikanern Listen dagelassen, sodass es möglicherweise, solange jedenfalls die USA ausfliegen, für den einen oder die andere noch eine Möglichkeit geben wird. Aber ich glaube, zur Stunde ist schon klar, dass viele zurückbleiben werden und sich dann darauf verlassen müssen, ob sie vielleicht auf Sicht den unsicheren Landweg in eins der Nachbarstaaten schaffen können oder ob der Flughafen sich wieder eröffnet. Aber für sie beginnt eine Zeit des Bangens und der Ungewissheit. Müssen wir denn damit rechnen, dass in naher Zukunft vielleicht wieder Anschläge bei uns verübt werden, die in Afghanistan geplant wurden, möglicherweise von einem Ableger des sogenannten Islamischen Staats? Zunächst mal ist es ja so, dass wir uns nur wenige Tage, bevor wir den 20. Jahrestag des 11. September begehen werden, wir uns diese Frage wieder stellen müssen. Ist Afghanistan erneut ein Rückzugsort für Terroristen? Werden dort wieder Anschläge geplant? Das Risiko ist jedenfalls ganz deutlich gestiegen. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, erst der Abzug der westlichen Truppen, jetzt der Anschlag, beweist vielen dieser islamistischen, dieser terroristischen Gruppen, dass man noch gewinnen kann, dass man siegen kann. Was in Afghanistan werden wird, ob die Taliban, die heute die am besten gerüstete islamistische Miliz aller Zeiten sind, weil sie die Waffen übernommen haben, die der Westen Afghanistan geliefert hat, wie die Verbindungen aussehen werden zu den mit den Taliban eng verbündeten Terroristen von Al-Qaida, welche Rolle letztlich der sogenannte Islamische Staat spielen wird in Afghanistan, kann man zur Stunde kaum voraussagen. Ich glaube allerdings, dass wir verschiedene terroristische Gruppen in Afghanistan sehen werden. Solche, die nur Ambitionen vor Ort haben und solche, die terroristische Anschläge in aller Welt begehen wollen. Danke, Georg Maskelo. Und wir möchten uns von Ihnen verabschieden mit einigen Bildern, die wenige Minuten alt sind. Hier sehen wir noch einmal 450 Soldatinnen und Soldaten verlassen gerade ihre Maschine im niedersächsischen Wunsdorf, setzen Fuß auf Heimatboden. In einer kurzen Zeremonie werden sie gleich unter anderem von der Bundesverteidigungsministerin begrüßt. Das war unser Brennpunkt Tragödie in Afghanistan. Danke für Ihr Interesse und für alle, die auf ihn gewartet haben. Jetzt kommt Axel Prahl.